In der letzten Woche vor dem Finale treffen sich Marina, Mehmet und Ulrich mit Martin in der Natur. Was idyllisch und friedlich aussieht, wird sich für die drei Teilnehmer aber noch als schweißtreibende Fitnesseinheit herausstellen. Wir wollen uns heute in Mehmets Welt begeben. Mehmet muss ja auf der Baustelle körperlich sehr stark arbeiten. Und das versuchen wir jetzt mal alle. Und zwar gehen wir in die Kraftausdauer. Ihr kennt Kraftausdauer. Das ist eine Mischung aus Kraft und Ausdauer eben. Und wir werden heute Reifen schleppen, Reifen bewegen. Wir haben hinter uns eine Strecke von ungefähr 30 Metern. Wir werden 6 Reifen gemeinsam hoch und runter, es geht so ein bisschen steil auf und steil ab, und bewegen. Und dazu können wir direkt mal zu den Reifen gehen. So viele Krasshüpfer, das ist echt krass. Bevor wir mit der Aktion beginnen, wisst ihr, was wichtig ist, bevor wir starten? Warm machen. Warm machen, dehnen. Auf jeden Fall aufwärmen. Aufwärmen ist wichtig, dass die Gelenke mal geschmiert werden, dass das der Organismus mal hochfährt und ihr vorbereitet seid für die Last. Also nicht einfach nur loslegen und sich dann verletzen. Von daher macht euch mal ein bisschen Platz, rechts und links. Und was wir als erstes machen, lauft einfach auf der Stelle, kreist mal die Arme richtig lang. Genau. Beim Aufwärmen achtet Martin darauf, dass genau die Körperpartien aufgewärmt werden, die bei der bevorstehenden Aufgabe beansprucht werden. Die Arme, die Beine, der Rücken und die Kniegelenke. Macht noch 2. Gut. Ein letzter. Okay. Lockert die Beine ein bisschen. Gut. Dann würde ich sagen, nimmt sich jeder mal vielleicht einen Reifen oder geht mal zu 2 zusammen. Schaut einfach von dem Gewicht her, wie ihr das bewältigt. Heute habe ich Reifenbewegen vorbereitet. Das ist eigentlich eine Form von Kraftausdauer, wo wir die Reifen zuerst die Strecke hochschieben werden, hochrollen werden und dann 30 Meter kippen. Das sind 6 Reifen, unterschiedliche Schwere, unterschiedliche Größen. Die Teilnehmer dürfen zusammen die Reifen auch bewegen. Und das Ziel ist eben, so gut es geht, so schnell es geht, aber auch so gesund es geht, die Reifen zu bewegen. So wuchtig wie die Reifen aussehen, so schwer sind sie auch. Bis zu 90 Kilogramm bringen die schwersten Exemplare auf die Waage. Ja, ich habe ungefähr so dieses Gewicht auch erwartet von den Reifen. Also gut, so einen großen Reifen habe ich jetzt nicht täglich in der Hand, aber also bei kleineren Reifen weiß ich ungefähr, was die wiegen und dass man das doch unterschätzt. Aber die großen Reifen machen natürlich Eindruck erstmal, wenn man sie anhebt. Ich will euch noch mal daran erinnern, was wichtig ist beim Heben. Bleibt möglichst nah am Reifen und geht in die Knie, soweit ihr kommt, mit geradem Rücken. Greift unter den Reifen und dann hoch damit. Wenn ihr dann oben seid, müsst ihr nutzt den Schwung und setzt einmal um und dann könnt ihr auch richtig fest nach vorne kippen. Wie gesagt, Ulrich, du vor allem, ne, gerade bleiben und ihr auch. Versucht viel aus dem Po rauszuholen, viel Po-Muskulatur umzusetzen. Und natürlich, ihr werdet merken, es wird anstrengend. Die Kleinen sind jetzt noch nicht so intensiv. Da geht es viel darum, dass ihr erstmal lernt, richtig runter zu gehen. Und das ist gut zum Warmwerden. Ja? Einmal runter und dann wieder hoch. Also, dann fertig machen. Auf die Plätze, fertig und los geht's. Genau, komm. Und ein bisschen schneller. Probiert mal. Das eine ist Heben, das andere ist Drücken, wegdrücken. Nicht so, wegdrücken. Versuch mal richtig hier, zack, Vorsicht, Marina. Alles gut? Ja, alles gut. Ja? Ulrich, du auch. Richtig wegstumpen. Genau. Arme lang, richtig lang. Gut. Genau. Einmal bis ins Ziel. Oh. Das ist anstrengender, als ich erwartet habe. Auch durch die Unebenheiten hier auf dem Feld. Geht in die Kraft und auch in die Ausdauer. Auf, gehen wir dann hoch, machen wir die zweite Runde. Sehr schön gemacht.
Ihr habt jetzt die ersten Erfahrungen gesammelt. Achtet bitte auf den Rücken, ganz wichtig. Zweite Runde. Ihr seht, die Reifen sind größer geworden, sind schwerer. Ihr müsst nicht jeden Reifen einzeln nehmen. Ihr könnt auch zu zweit zusammengehen, gell? Wie ihr wollt. Also fühlt euch da frei. Wichtig ist, sauber machen. Ja? Willst du ausprobieren? Ja, oder? Probiert ihr es erstmal aus? Okay, probiert es erstmal aus. Sammelt Erfahrung und dann könnt ihr noch umdisponieren. Aber wichtig ist, bitte Rücken gerade lassen. Ja? Also, dann vorbereiten auf die Plätze. Fertig und los geht's. Komm, sauber. Rücken gerade und stumpen. Komm, jawohl. Sehr gut. Marina, Rücken auf die Oberschenkel. Komm, komm, komm. Und fest. Genau. Denk an deinen Rücken. Schön gerade. Bauch fest. Bauch fest. Jawohl. Komm. Und hoch. Hoch, 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 hoch. Ja. Und umsetzen. Komm. Kräftig. Super. Geht es oder tauscht ihr? Was tauschen? Also, das ja, wollen wir zusammen? Komm, mach das mal zusammen. Ja? Stellt euch nebeneinander. Nebeneinander. Genau, schön gerade und kräftig, kräftig. Jawohl, super. Und gleich weiter. Kräftig und vor. Super. Jawohl. Klasse, Mehmet. Komm. Und hoch. Und fest. Stumpen. Gut. Denk an deinen Rücken. Ja. Komm. Ja. Was, Pause? Ja, ich bin hier in so ein Loch gerade reingetreten und mir knickt. So, bleib ein bisschen näher zusammen. Möchtest du eine kurze Pause machen? Ja, machen weiter. Bisschen näher zusammen, genau. Und komm. Jawohl, zack. Genau. Genau. Zack. Super. Er hat schon in sich. Die Wiederholungen in so kurzer Zeit ist schon hart. Das ist gar nicht vergleichbar mit der Baustelle. Also mir geht's jetzt gerade, ich habe gerade getrunken, jetzt komme ich wieder langsam in die Erholung, aber es ist ganz schön anstrengend und das Kippen ist um einiges heftiger als das Rollen. Das Gewicht der Reifen zum einen und das Heben und die Bewegung und das alles, ja, da läuft dann der Schweiß ganz schnell. Runde habt ihr es geschafft? Was kommt jetzt? Hoch. Wieder hoch, genau. Also, sucht euch wieder die Reifen aus. Nach oben kippen. Ihr dürft auch wieder gern zu zweit zusammengehen, wie ihr wollt. Ja, Hauptsache, die Reifen kommen alle wieder hoch. Auf die Plätze. Fertig und los geht's. Schön nah ran und... Boah, nee. Jawohl. Ja. Und kräftig. Hoch und stumpen. Komm, fest. Dann macht ihr ein paar Meter gut. Sehr gut. Jawohl. Komm. Und fest. Gut. Ja, also man soll ja auf die Technik achten, dass man dann tief mit dem Popo nach unten muss, dass man das wenig vom Rücken aus macht. Und das hilft natürlich auch, ob es jetzt beim Einkauf ist oder auf der Baustelle ist. Im Alltag, das braucht man auf jeden Fall, weil sonst tut man sich, glaube ich, dann auf Dauer weh. Und Rückenschmerzen kennen, glaube ich, viele von uns. Und das ist halt, kann sehr unertragbar werden dann irgendwann. So, einmal noch. Und schön kräftig nach vorne schubsen. Komm, 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 komm. Super. Sensationell. Wir können die Pause nutzen und gehen langsam runter. Atme tief durch. Komm, Mehmet, du auch. Okay, auf die Plätze. Ihr könnt hochgehen. Fertig. Und nochmal hoch. Marina, Mehmet und Ulrich spüren das Gewicht der Reifen bei jedem Mal deutlicher. Es ist anstrengend. Und sie fragen sich, warum die Einheit trotz des Trainings der letzten Wochen immer noch so herausfordernd ist. Ja. Gut. Mehmet, gleich weiter. Hopp. Und auf die Oberschenkel, genau. Zweimal noch, die letzten zwei. Komm, vorletztes Mal. Und hopp. Und ein letzter, auf. Den letzten noch, den macht ihr noch. Komm, den letzten, auf. Und ab. Und dazwischen. Komm, 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 komm.
Und. Jawohl. Sehr gut. Super. Sehr, sehr gut. Ziel ist natürlich hier nicht nur irgendwie, weil man hier fragt, was macht das für einen Sinn, beim Reifen hin und her bewegen. Es ist eine Kraftübung, es ist eine Kraftausdauerübung, wo die Muskulatur und eure Pumpe aktiviert wird. Das ist Training. Ja. Ja? Laufen hin und zurück macht in erster Linie auch nicht groß Sinn, aber es trainiert. Und darum geht's. Wir wollen, dass wir eine Trainingsform finden, die auf der einen Seite anstrengend, muskulär anstrengend ist und auf der anderen Seite auch von der Ausdauer her euch beansprucht. Ja? Was ihr aber merkt, und das ist schön auch zu sehen, ihr seid relativ schnell wieder fit. Und das ist das Schöne. Ja? Das heißt, es wird anstrengend, es ist anstrengend für euch, aber nach kurzer Zeit habt ihr wieder die Energie bzw. müsst ihr nicht mehr so viel hecheln. Und genau das nutzen wir jetzt. Der Körper passt sich ja auf diese Gewichte an. Selbst die schweren Gewichte werden irgendwann mal leichter. Und das Ziel ist da, intensive oder schwierigere Gewichte zu wählen, damit man immer noch einen Reiz hat. Sonst wird der Körper sich wieder langweilen. Also man braucht den Körper immer mal von der anderen Seite zu reizen, ja, mit intensiveren Gewichten oder einer intensiveren Strecke. Und das immer im Wechsel. Das ist super wichtig, um voranzukommen. Es bleibt immer anstrengend, das ist auch das Ziel. Also es wäre jetzt falsch zu sagen, okay, ich bin mit dem Gewicht zufrieden, ich bleibe da jetzt. Es ist immer noch wichtig, einen anderen Reiz zu setzen. Es bleibt anstrengend und es soll auch so sein, damit der Körper immer noch diesen Reiz hat, sich weiterzuentwickeln. Sonst bleibt er stehen und in Anführungszeichen langweilt sich. Aktion ist vorüber. Wie fühlt ihr euch? Meine Arme tun weh. Ja? Ja. Die Arme. Sonst? Aber geht's? Ja? Ich bin ein bisschen ausgepowert. Ich glaube, so ein Mittagsschläfchen wäre jetzt nicht schlecht. Also die Energie fehlt. Ja? Wie sieht es bei dir aus? Ja, Mittag wäre jetzt schon ganz gut. Also was zu essen wäre demnächst auch mal dran. Mhm. Ja, aber eigentlich ist es erstaunlich, wie schnell man sich wieder regeneriert. Also. Es gibt noch ein Thema, was sehr wichtig ist, was wir noch mal besprechen sollten. Und zwar kann es jeden betreffen. Jeden von euch, jeden von uns. Es hat mit dem Alltag zu tun und manche Leute haben Angst und Angst auch, sich damit zu beschäftigen. Von daher ist es ganz wichtig, dass wir jetzt noch drüber reden. Damit du keine Folge verpasst, abonnier den Channel, aktivier die Glocke und hier kommst du zu dem letzten Video und da findest du die Playlist. Schau durch und viel Spaß!